Gut, Jay, ich mache am besten erstmal eine kleine Folgenpause. Ist doch schon wieder eine halbe Stunde rum. Stunde schon, ne? Na, ich habe in dem Moment, wo der Autoserver abgebrochen ist, da war auch genau eine halbe Stunde rum. Von daher habe ich da auch gleich eine kleine Pause mitgemacht. Von daher ist quasi schon die zweite Folge jetzt bei mir. Na, alles klar. So, schwuppdiwupps. Dann für meine Zuschauer, schau mit vor, bis gleich, beziehungsweise bis morgen und dann, ja. So. Das Schau mit V, das hast du aber auch geklaut, ne? Glaube von Gronkh, ja. Ich bin mir aber mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob das von Gronkh war oder ein anderer Mindset-Let's Player, aber. Doch, das ist von Gronkh von seinem GTA-Let's Play. Stimmt, ja, das kann sein. Ja, doch. So. Na, hallo. So, herzlich willkommen zurück zu My Test Eater Wheel. So, da ist der Client und dann geht's direkt weiter. Tja, Thomas und Celine, irgendwie kommen die doch nicht. Ja, die sind irgendwie beim Tanzen, ne? Ja, eben, Celine und ihre Mutter sind irgendwie beim Tanzunterricht und er macht den Chauffeur. Ich habe einen Dungeon gefunden, wo Loot drin ist. Ich bin begeistert. Ja, ne? Also eine richtige Dungeon-Jagd machen. Weil eben, da ist ja jetzt immer Loot drin. Wow. Und zwar, glaube auch, ein Goldbarren, bisschen, das ist ja schön. Bisschen Wüstensand und ein bisschen Weizen und ein bisschen, ja, geil. Gut, nehme ich mal mit. So. Ah, noch eine zweite Kiste. Na, immerhin. Stahlbarren und, ja, cool, kann ich mir eine Schaufel machen. Weil ich habe eh nur eine. Hast du kein Eisen mitgenommen, oder? Hm? Hast du kein Eisen mitgenommen, oder wie? Nö. Oha. Ne, ich habe ja noch alles an Werkzeug gehabt. Ich wollte ja eigentlich nur losgehen und mal gucken, ob ich ein bisschen Lehm finde. Aber ich glaube, das kann man inzwischen abhaken mit dem Lehm. Das wird nichts mehr. Ich habe auch so Kompöl gefunden, hier so unterwegs, so zwischenzeitlich mal. Und ich finde den Ausgang nicht mehr. Hier? Oh, komm, jetzt! Oh, dich! Geht doch, so. So, der steigt, okay. Ja, naja, ein kurzes Vergnügen. Ich glaube, das mit dem Leben, das kann man so ein bisschen abhaken. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Stimmt schon. Okay. Ich nehme einfach mal ein bisschen normales Leben mit, dass die Reise zumindest nicht ganz erfolglos war. Hey, da können wir mal gucken, ob es da irgendwie geht, dann mit hier mit einfärben, wie das funktioniert. Ja, nicht nur wie, sondern auch ob. Das ist auch die andere Frage, aber es müsste ja eigentlich. Na, schauen wir gerade hier durch. Gott, hieß nochmal Leben auf Englisch. Clay? Clay? Ah, genau. Scheiß, click to talk, ne? Nee, für andersfarbiges Leben gibt es gar keine Rezepte. Weder um daraus was zu machen, noch um es aus irgendetwas zu machen. Lol. Ist ja auch nicht die feine englische Art. Ja, wir doch auf jeden Fall mal gucken, bei uns bei unserem Haus, wo wir das auch schon abgebaut hatten, kann ich ja mal noch ein bisschen rumgraben. Aha. Weil da wäre so eine richtige, so eine Mehrfarblehmschicht. Bisschen rumbutteln, vielleicht treffe ich da auch noch auf ein bisschen mehr.
ist ja wahrscheinlich so aus der aktuellen Sicht ja die vielversprechendste Variante. Also Wasser finde ich auch immer wieder Leben, aber eben immer nur das einfache Leben. Nicht Nee, nur die normalen, ja. Genau. Ja, ich nehme da mal ein bisschen was von mit. No. Wenn man da nicht die roten wenn man da nicht die roten Steine draus macht, ist das sogar relativ ergiebig. Ja. Ja, die roten Steine, die kosten ganz schön viel Rohstoff, wirklich dem allerdings. Wieso krieg ich denn Schmerzen? Ach, ich ersticke gerade. Vor allem, das Problem ist ja nicht mal, dass es so viele Rohstoffe kostet, sondern dass das Rohmaterial hier die. Bitte was? Da fuhr ein Mofa aus den 60er Jahren vorbei. Das war nicht original. Das war meine Festplatte. Der geht voll gut. Ach, da habe ich kein Problem mit. Ich glaube, wenn eine Festplatte so klingt, dann ist es jetzt im Backup zu spät. Das war das Backup. So. So, back, 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 back. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich schmeiß das mal alles in die Tasche rein. Kann ich mich weiter einsammeln hier. Ich werde die mir. Bam, bam, bam. Ach genau, wegen Clay. Genau, das halt. Das Schlimme ist halt nicht nur, dass man da halt so relativ viel verbraucht für das Backen dieser Steine, sondern es müllt halt einem auch extrem schnell das Inventar zu. Ja. Weil du sehr viel einzelne Lehmklumpen aus einem Node rausbekommst. Ja, genau. Da denkst du so, Inventar ist leer, kannst du ja mal ein bisschen bauen, ne? So nach 5 Minuten, ja easy, Inventar, die geht einfach mal voll. 5 Minuten und 2 Lehmvorkommen, das ist voll. Aber ist auf jeden Fall super Material, also da gibt's richtig was für. Und man findet es halt überall, ne? Ja, eben. Anders ja, als ein gewisses anderes Material, was man anscheinend nicht finden kann. Ich bin wieder zu Hause. Yay. Aber ich habe komplett den Weg gemerkt. Nice. Und musste mich ja nicht in den Rücken aufwenden. Wenn es Home gibt, gibt's Home. Ja, ich versuche das ja beim Let's Play immer so ein bisschen als Challenge zu machen. Deswegen habe ich auch oben diese Debug-Information habe ich dauerhaft ausgeblendet, damit ich halt wirklich so, ja, ich sag jetzt mal original spiele. Also frei nach dem Motto, wenn du dich verlaufen hast, hast du verkackt. Ja. So, da gucken wir mal in die Höhle rein, ob ich da noch ein bisschen was an buntes Gedöns finde. Gut, aber wenn du dich komplett verlaufen hast, dann hast du ja wirklich verkackt. Dann ist vorbei mit dem Let's Play. Ja, dann gibt es, wie gesagt, als letzte Möglichkeit gibt es ja eben, den gibt es ja immer noch den Home-Befehl, beziehungsweise wenn auch der irgendwie nicht ganz so keusch ist, dann gibt es ja noch den Spawn-Befehl. Ja, ich habe jetzt Home gemacht, ich laufe den Weg nicht komplett zurück. So, Ausbeute ist sehr gut. Was haben wir hier? So, 1, 2, dann mache ich 3, mal eine 4, Spitzhacke. 5, Also von dem 6, Roten ist hier noch eine 8, ganze Menge. 9. Sehe ich gerade. Da hinten da in dem Vorkommen. Genau. Ja, der rote, da war noch ein bisschen was, aber der braune nicht. Da Und, stimmt sogar der Hund zu. Okay, ich komme mal bei der nächsten Aufnahmepause, mache ich das Fenster zu, ist ja. Ach,
Also nee, hier ist ein oranger, gebrannter Ton. Weißt du, da wo ich jetzt gerade stehe? Oranger, was auch immer das bedeuten soll. Ich meine, orange schreibt man im Englischen anders. Das kann es also nicht Click sein. Click to talk. Dann gibt es grauer, gebrannter Ton. Weißt du, da wo ich gerade stehe, ne, da ist ein kleines Vorkommen gewesen. Nicht viel, aber immerhin. Ach so. Aber vielleicht ist da noch mehr hinter. Ja, eben. Nee. Nee, ist nicht. Schade. Gut. Inventar ist eh voll. Ich glaube, ich kipp mal ein bisschen was ins Lager. Ist noch so ein bisschen ungewohnt mit dem Click-to-Talk oder Push-to-Talk als Klickfunktion eingerichtet. Habe ich denn hier von irgendwas? Tja, also vom Roten ist hier zwar am meisten, aber hier, hier ist auch dieses Gelbe und das Weiße. Also tatsächlich schön durchmischt. Ja, vielleicht kann man das Rote auch irgendwie fürs Dach benutzen. Ich weiß aber nicht, ob man daraus irgendwie Treppen oder so bauen kann. Glaube nämlich nicht. Aber ich kann noch mal ganz kurz gucken. Ne. Nee, schade, aus dem kann man nichts aber bauen. Kann man das denn überhaupt verwenden? Aber ich glaube, man kann. Man, ach, dieses scheiß Click-to-Play! Ah. Man kann das aber in der Säge von Morblocks irgendwie verwursten. Ah, okay. Auch interessant. So. Und da war meine Spitzhacke auch kaputt. So. Gleich noch eine neue hinterher und dann geht's weg. Samengetreide. Samen andere. Ich hab doch noch Samen andere. Ich hab doch hier Samen. Samen andere hier. Ja, aber ich glaube, Reis haben wir eine eigene Lade für. Aber ich könnte ein bisschen Sand einkippen. Tja, also da scheinen wir unter unserer Fläche echt ein riesiges Vorkommen davon zu haben. Das hört ja gar nicht auf. Von dem Lehm oder was? Ja, ja. Ja, beziehungsweise hier dieser, ja, gebrannte Ton heißt es ja. Ist ja. Genau. Der rote, der weiße und der orange. So, gerade mal ein bisschen Inventar frei gemacht. Ich glaube, ich komme mal ein bisschen helfen. Ich lock dich mal zum Eingang. Da. Yay. Das ist ja da, wo auch der braune war zu Anfang. Genau, genau. Das war alles voll mit dem Lehm. Guck mal, hier ist auch brauner. Ja, ja, das war ja alles komplett, der gesamte ausgehöhlte Bereich war alles komplett Lehm. Ja, toll. Und ich laufe eine Stunde irgendwie durch ein trockene Erdebiom. Mein Test hat dich lieb. Du musst nur dran glauben. Natürlich. So, damit haben wir dann auch genug braunen Ton, um dann da die Dachumrandung zu machen. Das ist schon mal sehr gut. Ja.
ist sie hinüber, aber wir haben ja noch eine und weiter geht's. Jetzt wird das so eine Schicht hoch. Können wir reichlich nicht abbauen. Boah, da hört es dann so ein bisschen auf wieder, ne? Ja, dann wollen wir hier wieder in, ja, eben, so ins Strandgebiet kommen. Mal hier hinten, da gibt es aber auch noch so ein bisschen Weißes, ob hier noch ein bisschen mehr ist. Licht. Ja, hier ist jetzt auch. Gut, schön, haben wir das Vorkommen auf jeden Fall schon mal abgegraben. So, also von dem Roten habe ich mehr als 200, von dem Grauen habe ich 84 und von dem Orangen habe ich 85. Geht ja, das ist nicht. Ah. Ja, so langsam lohnt sich das hier. Ich will jetzt nur gucken, ob wir das hier unten wieder verfüllen oder ob wir das hier einfach so offen lassen. Och, wir machen einfach den Eingang zu. Holen wir die ganzen Fackeln ab und nutzen das hier als Monsterzuchthöhle. Oh Gott. Einfach alle Löcher zumachen und so tun, als wenn nichts wäre. Davon wird nie jemand erfahren. Da ist nichts, da war auch nie was. Irgendjemand hatte hier nämlich schon angefangen mit den Dachumrandungen und das kann man ja weiterführen. Ja. Aber so nicht. Nein. Ja, das war ein Unfall. Ich schmeiß mal meine hin. Oh. Sehr gut, danke. Gutchen, gucken wir mal, wo ich die anderen farbigen packe. Haben wir dafür schon Kisten? Ich glaube, für gebrannten Thun hatten wir noch nichts gehabt. Gutchen. Pack ich mal hier auf hier vorne, wo das ganze andere Lehmzeug ist. Kürzer geworden, indem man was placen kann. Noch. Wer hat denn da was reingestellt? Hast du noch roten Lehm? Ja, von roten haben wir
En masse. Da haben wir hier, da habe ich hier in der Kiste 218 Stück. Gut, so viel brauche ich nun nicht, aber ich schnapp mir mal ein paar. Genau. Also 6, um genau zu sein. Oh, die 6, die dürfen wir noch zusammenbekommen, glaube ich. Gerade so. Ja, es wäre sonst so ein Loch im Dach, das wäre auch irgendwie doof. Große Kiste, nichts drin. Hier schön, guck mal, Bullshit, ein Dach für unser Lager. So, alles rein hier und dann gucken wir mal, was wir davon reinpacken können. 64% voll. Das heißt, die Ananas, die pfeife ich mir auch noch rein. Om nom nom? Nicht om nom nom. Wieso denn nicht om nom nom? Ah, guck mal hier. Oh. Om nom 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 nom. Bringt's total. Ofenkartoffel. Und... Kann man den so essen, den Reis? Nee. Hm. 208 Treppenstufen. Oh, mal gucken, ob es reicht. Hat eigentlich gehofft, dass bei 700 trockener Erde die Ausbeute ein bisschen größer ist, aber... Gucken wir mal, wie lange es reicht. So. Habe ich ein Replacement Tool? Nee, ne? Nee. Replace. Eine Truhe, ein Stock und noch eine Truhe. Interessant. Zeug konnten wir hier ein bisschen gucken. Stammen wir da mal ein Stack von, dann machen wir mal ein bisschen Ofenkartoffel. Oh, Ofenkartoffel. Hm. Ja, schon so ein bisschen Hunger, ne? Jetzt schön Ofenkartoffel. Gut, stattdessen habe ich Wasser. Ach ja, ich bin ja auf dem Server, das heißt, das Brennen braucht alles ein bisschen länger. Also, click to talk. Hat schon auch Vorteile. So. Ich weiß nicht, aber ich glaube mal 200 Treppenstufen rechnen, nie im Leben. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, lassen wir das hier mal drin. 10, 11. Das heißt, unser Haus hat eine Grundfläche von mindestens, ja,
11 mal ungefähr 20, das heißt mit Überhang, ja, können wir gut und gerne mit 13 mal 20 rechnen. Also 260. Mal gucken, wer das. Ach, hast du jetzt Desert Sandstone genommen? Och, Click to Talk! Egal, die Frage war eh unwichtig. Hey, ich sieh's ja. Schon praktisch hier mit hoch und runter klappen. Ich mal gucken, wie es aussieht, wenn das Dach fertig ist. Aber so sieht es gar nicht mal so scheiße aus. Von der Farbkombination her. Nö, es hat was. Also einmal der normale Sandstein und einmal der Wüstensandstein hier. Ich muss mal gucken, ob ich den normalen Sandstein lasse, weil den habe ich jetzt erstmal nur hingemacht, damit ich da dann die anderen Blöcke ransetzen kann quasi. Ja. Der ist also noch gar nicht final, aber eben, kann man nur gucken. Ich mache auf jeden Fall erstmal kurz eine kleine Folgenunterbrechung und schließe bei der Gelegenheit das Fenster, damit der Hund hier nicht mehr so rumhundet. Rumhundet? Hör mal auf, hier rumzuhunden! Ich dachte, so geht das. Ein Auto outet, ein Bär bärt und ein Füso. Naja, und der Hund hundet halt, ne? Natürlich. Genau. Gutchen, dann jetzt Abmoderation mit meiner super genialen eigenen Abmoderation. Schau mit Vogelfrau. Oha. Ich fühle mich schlecht. Tschüss. So, machen wir mal das. Ach, schön, herrlich. Und da sind wir wieder live on stage. Naja, Anfang war live, aber on stage. Das waren gerade aber ganz komische Geräusche. Ja, das Fenster, das. Ich laufe ja auch nur im Kreis, habe ich das Gefühl. Ist ein Fenster von Windows wegen, weil Fenster und Englisch sind. Ist ja gut jetzt. Ich will nicht mehr. Blätter, 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 wow. Blätter, voll. Meine schöne Bautreppe bekommt Blümchen. Oh. Kannst du ja hochziehen bis oben, dann machen wir einen Dachgarten. Jetzt, wo du sagst. Oh, mal die Blöcke hier. Oh Gott. Mal überleben. Lehmblöcke. Ist auch eine praktische Matt eigentlich, ne? Blumendach. So. Nein, Schmisse! Oh, Rechtsklick. So. 6% voll, dann haben wir hier ein bisschen Stahl. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, denn lasse ich die Treppenreihe, die ich jetzt quasi schon dran gesetzt habe, die lasse ich so auf der Höhe tatsächlich, ziehe die einmal rum und ziehe quasi einfach nur so als, ja, Umrandung, dass wir quasi ein Dach, flaches Dach haben, ja, wo wir dann einfach ein bisschen Blumen drauf haben. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Vielleicht eins höher, dass man von unten irgendwie noch das hier so ein bisschen zubauen kann. Dass man nicht von unten die Erde von unten sieht. Na gut, okay.